Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, ist es einfach soweit. Und zwar, Leute, werde ich heute die dritte Alpha in Hello Neighbor spielen. Und zwar, Leute, ist es, glaube ich, sogar die schwerste Alpha von allen. Aber ich werde es einfach versuchen, in einem Video durchzuspielen. Und ja, ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht herum, wir fangen direkt an. Let's go! Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten dann auf jeden Fall mal. Let's go. Okay, also diesen Intro kenne ich schon. Nur mal so, Leute, für diese Alpha habe ich nur ein Video geguckt von German Let's Play. Das war aber schon ganz früh. Also ich habe fast alles vergessen, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall die Alpha 3, wie gesagt. Und Leute, ich glaube, das ist die schwerste Alpha, die es auf jeden Fall in Hello Neighbor gibt, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Okay, also wir ziehen wieder neben den Nachbarn um. Okay. Also, Alter. Aber Leute, guckt mal, wie groß sein Haus geworden ist, einfach, Digga. Da ist wieder so eine Achterbahn und da noch so ein Windrad, Digga. Hello Neighbor. Also, okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall hier. Haben wir keine To-Do-Liste, was wir alles machen müssen oder so? Also, wie es aussieht, nicht. Wir haben auch ein eigenes Zuhause. Null. Das sieht aber ganz schön dunkel aus hier. Wir haben einfach ein Telefon. Können wir jemanden anrufen? Hallo? Okay, was haben wir noch hier? Gehen die Lichter? Ah, geil, die gehen. Okay, was ist hier? Das interessiert mich gerade ein bisschen. Das kann man nicht so sehen, aber wie es aussieht, ist das hier, glaube ich, ein Badezimmer irgendwie. Das sieht man. Das sieht so ein bisschen aus irgendwie. Okay, und hier. Was haben wir hier? Ah, mein Schlafzimmer. Kann ich mich dort auch hinlegen? Nein, das geht gar nicht. Lul. Okay, also da wir ja keine Aufgaben haben, können wir eigentlich nur direkt dorthin. Aber haben wir vielleicht eine Taschenlampe? Ich glaube nicht, gell? Das ist total dumm. Ich hätte gerne jetzt schon mal eine Taschenlampe gehabt, aber ich glaube, wir haben keine. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Nachbarn sein Haus rein. Also wir brauchen wieder eine Keycard und so welche Teile, damit man den Schrauben abmachen kann. Also das ist so wie bei der letzten Alpha eigentlich. Ist hier vielleicht irgendwo eine Taschenlampe? Ah ja, dort ist eine. Ich gehe mal hier rein. Okay. Hier ist überall so Kleber. Geht die Tür auf? Nö. Das ist aber so ein Zimmer, wie das aussieht. Wahrscheinlich schon ein Nachbarn oder so, ich weiß nicht. Okay. Hier ist es abgeschlossen. Geht's hier lang? Wie geht das raus? Okay. Was ist das da? Das ist hier irgendwo noch draußen. Ich lasse es mal besser so. Ich gehe mal wieder rein. Pass mal jetzt ein bisschen auf, weil der Nachbar ist bestimmt hier schon irgendwo unterwegs. Out of order, okay. Dieser Aufzug funktioniert nicht. Okay. Alter! Ich wollte gerade da hochgehen, auf einmal, ich sehe den, der hätte fast die Tür aufgemacht. Ich glaube, der wollte gerade die Tür aufmachen, da wäre schon ein Video zu Ende. Wie stand denn der da gerade, Digga? Ich glaube, ich werde das nicht alles in einem Video wahrscheinlich schaffen, so wie es aussieht. Alter. Ich glaube, ich werde das nicht. Ja. So, hier oben ist abgeschlossen. Wir brauchen einen blauen Schlüssel. Kann man hier reinschauen? Ja. Okay, aber wie soll man hier durchkommen? Bei German Let's Play habe ich gesehen, dass er mit Büchern dorthin geworfen hat, aber das muss doch bestimmt hier irgendwo einen anderen Weg geben, dass man da durchkommt. Ich meine, als ob man jetzt hier ein Buch werfen muss. Vielleicht drüber springen oder so, aber ich weiß es nicht. Versuch mal was. Warte.
Ach, Digga, nein. Ach, muss ich jetzt wirklich mit Büchern dorthin warten? Das gibt's doch bestimmt hier irgendwo einen anderen Weg dorthin. Ich will mal was versuchen, ganz kurz. Was passiert, wenn ich... Oh! Oh mein Gott! Das hat sogar funktioniert! Alter! Ich wollte gerade versuchen, auf diese Lampe da drauf zu springen und dann hier, aber das ging wirklich. Also das ist der Weg. Hör, er steckt da fest. Wo ist der Typ? Wo ist der, Alter? Okay, also Leute, ich kenne hier diesen Weg. Dort brauchen wir dann einen Magneten, aber wir gucken erstmal hier weiter. Warte, können wir hier durchgucken? Ah, da müssen wir hin, da ist diese Keykarte. Okay. Hier kann man nach draußen schauen. Und hier braucht man einen gelben Schlüssel. Okay, aber wo finde ich den Magneten nochmal? Okay, ist ja glaube ich nett. Solange da draußen ist, kann ich da mal hier drin kurz weiter suchen. Nach Hinweisen. Was ist eigentlich da unten nochmal? Hier. Also ist das irgendwie versteckt. Ich hab's gefunden. Ich hab das. Ich hab's. Ich hab's. Ich laufe mal besser kurz wieder zurück. Also ich habe auf jeden Fall schon mal hier diesen Magnet. Das ist auch wieder gut. Kann doch hier bestimmt irgendwas mitnehmen. Eine Uhr kann ich vielleicht brauchen. Okay, Leute, ich habe jetzt gerade herausgefunden, wie man rennen kann. Dort hat er eine Bärenfalle platziert. Ah, da ist er. Nice, das geht. Ich habe jetzt die Bärenfalle weggemacht. Aber wo ist jetzt meine Taschenlampe? Nein, ich habe meine Taschenlampe verloren. Nice. Ich habe wieder eine Taschenlampe.
Digga. So, also, ich muss jetzt einfach nur versuchen, mit diesem Magneten diesen einen Schlüssel dahinter diesem Bild zu holen. So, Leute. Also, ich nehme jetzt schon seit einer halben Stunde auf und ich habe jetzt nichts so krasses geschafft. Ich habe Kamera aus. Ach du schöne Zeit. Wie hat er die hier platziert, Digga? Ich muss jetzt nur versuchen, mit diesem einfach dorthin zu springen. Oh mein Gott! Leute, ich habe das nach circa 10 Minuten oder so endlich mal geschafft, Digga. Ich nehme seit einer halben Stunde auf und endlich habe ich mal was Gutes. Endlich habe ich mal etwas Gutes hingekriegt, Digga. Oh mein Gott! Okay, Leute. Also, ich habe jetzt diesen blauen Schlüssel. Okay. So. Wo bin ich jetzt? Was ist das hier? Wie geht's hier lang? Ich hab die Kreditkarte! Ich hab schon diese Karte! Oh mein Gott! Ich hab einfach die Karte schon! Wie crazy ist das, Digga? Okay, Leute, ich bin jetzt hier. Aber uns fehlen noch ein paar Sachen. Also, das erste, also den ersten Hinweis haben wir auch wieder schon. So, okay. Wo geht das hier lang? Da. Okay. Also, Leute, wir können. Also, ich gehe jetzt einfach mal gerade hier nach unten. Ja. Okay. So. Okay, das erste haben wir schon gemacht. Jetzt fehlt uns nur noch dieses Teil da. Ihr müsst schon mal schreiben. Wo war das nochmal? Das war doch irgendwo da oben, Digga. Oh Leute, wie komme ich da hoch? So. Okay, Leute. So, den ersten Teil haben wir schon mal geschafft. Nur, ich muss jetzt irgendwie da raus. Und ich habe den scheiß gelben Schlüssel noch nicht. Okay, Leute, ich nehme gerade seit 40 Minuten auf. Und es tut mir leid, Leute, aber ich musste wirklich ein Video angucken, damit ich endlich herausfinde, wo dieser gelbe Schlüssel ist. Und der ist tatsächlich da oben. Und zwar muss ich dagegen irgendwas werfen. Oh, nice! Und jetzt kann ich ihn mit dem Magnet da runterholen. Geil, Junge, ich bin so schlau. Nice. Und jetzt können wir endlich hochgehen, um diese eine Tür da zu öffnen. Und endlich haben wir diesen gelben Schlüssel. Wo ist der? Hier. Nice, let's go, Alter. Let's go, meine lieben Freunde. Okay, wir haben. Okay, schön, schön, schön.
Okay. Also. Okay, wo führt uns denn diese Türchen? Okay. Da liegt so eine Karte, aber was bringt die denn? Okay, komisch. Einen Moment mal kurz. Wenn ich. Warte, ich will mal gerade was versuchen. Okay, danke schön, Taschenlampe, aber wo ist die jetzt? Sag mir nicht, ich habe schon wieder meine liebe Taschenlampe verloren. Ah, hier liegt die. Warte, kann ich jetzt hier einfach raus? Oh, ja! Ey, Digga, ich bin so High-Quality Gameplay. Nice, let's go! Okay, Alter. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Mist, ich brauche irgendwie Verstärkung, Digga. Oh, Dreckslevel. Ich hab wirklich keinen Bock mehr, Mann. Was ist das denn? So. Drei! 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 Oh mein Gott. Du willst mir jetzt ernsthaft nicht sagen, dass ich das nicht geschafft habe, Digga. Ich war doch halb drin. Halb drin war ich. Okay, Leute. Ich würde einfach sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da. Abonniert nicht vergessen. Also, Leute, das war wirklich einfach so eine Alpha. Ich habe das einfach nicht geschafft. Also, ich habe einfach aufgegeben, Leute. Das hat nach einer Zeit gar keinen Bock mehr gemacht. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, das Video. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao. Und hier nochmal an die Leute, die mir nicht glauben. Ich habe wirklich fast 3 Stunden lang dieses scheiß Alpha 3 gespielt.